Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Auf diesem kuschelig-muschligen Kanal, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Wir geben uns natürlich wieder etwas von Naomi John. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben uns zwei Songs schon angehört. Einmal Naomi und einmal Tabu. Die haben mir beide sehr gut gefallen. Gerade Naomi. Ich sag's, es ist bei mir bei On Repeat auf Spotify gerade ganz oben. Ich höre den Song wirklich sehr, sehr oft in der Bahn. Einfach so laut auf Lautsprecher irgendwie beim Duschen oder so. Ich singe auch mit. Beim Duschen... Ich singe mit. Ihr werdet nie mitbekommen, wie ich einen ganzen Song singe. Manchmal in meinen Videos singe ich schon mit, ist mir manchmal unangenehm, auch im Nachhinein. Aber ich singe damit und ich fühle es auch. Ich habe auch die Attitude dann. Ich bin nackig unter der Dusche und habe dann die Attitude. Ich sag's, es ist ja. Ey, aber genug davon. Wir werden uns jetzt erstmal Bite Me anhören von Naomi, worauf ich mich sehr freue. Wurde sich sehr oft gewünscht. Deswegen, wir werden sowieso alle Releases von ihr, die bis jetzt rausgekommen sind, zusammen uns hier ansehen. Das ist ganz klar. Ich will nicht alles auf einmal angucken, weil dann haben wir nichts mehr. Man muss auch so ein bisschen adventskalendermäßig machen. Ja, so ein bisschen. Apropos, jeder von uns hat schon mal einen ganzen Adventskalender Schokolade vor Advent angemacht, aufgemacht, aufgefuttert einfach. Einfach irgendwann, es war so der 4. Advent oder so, 4. Dezember, man hatte Hunger nachts. Ganz Adventskalender leer auf einmal. Danach war man traurig, aber für den Moment war es gut. Egal, wir hören uns jetzt an, Bite Me von Naomi John, ich freue mich drauf. Und wir sehen hier schon Weingläser. Kurze Frage nochmal in die Kommentare, Wein, ja, nein, vielleicht und dann auch noch weißen oder roten. Ich trinke nur Weißwein, aber ab und zu so Weißwein trinke ich gerne. Weißwein mag ich gerne. So einen kleinen Rosé, einen kleinen, trinke ich gerne mal. Naja, gut, wir hören rein, let's go. Das könnte richtig geil werden. Ich habe nämlich direkt K-Pop-Vibes, ihr seht es auch im Hintergrund vielleicht. Ich bin sehr, sehr großer K-Pop-Fan. Ich habe auch noch einen K-Pop-YouTube-Kanal, den viele gar nicht kennen. Kriege ich K-Pop-Vibes ein bisschen gerade. Don't be that copycat, don't want your shoes on my. Welcome at my habitat, you cannot get inside. Das ist die Attitude, die ich beim Duschen auch habe, dann wenn ich Tabu oder so höre, Bro. Das ist dann die Attitude, die ich habe. Ich sag's, es ist genau solche Attitude. Bro, ey, erstmal, man muss again hier über das Outfit reden. Holy shit, dieses Rot, was sich auch in den Kerzen widerspiegelt, insane. Hairstyle, Bro, diese Augenbrauen, seht ihr das? Seht ihr das? Ich frage euch, ob ihr das seht. Krass. Don't be that copycat. Digga, auch die Mascara, holy shit. Sehr, sehr gut. Sieht sehr, 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 sehr strong aus. Gefällt mir sehr. Copycat, don't want your shoes on my. Welcome at my habitat, you cannot get inside. Copy that, none of ya, it's with my precious time. Greedy rat, you know that. Oh, okay, okay, hey. Gefällt mir sehr. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen diese powervolle Voice von ihr bekommen, aber davon gehe ich aus, dass der Song wirkt sehr, sehr heavy und sehr, so ein bisschen wie Naomi, also das ist, ich rede von dem Song jetzt, ja, von dem Song, so ein bisschen wie Naomi, dieser, Vibe. It's with my precious time, greedy rat, you know that, the cheddar's gonna be mine. Yeah, you try so high, too high that you're just a little bitch. Oh, ja! Ja, gib mir diese Power rein, gib mir diese Power. Das fand ich sehr, sehr strong. Nice, ey, und das ist doch iconic. Das ist doch schon, ich mache einen Screenshot. Ich brauche kurz einen Screenshot davon, weil das so iconic aussieht, ja. Krass. So high, wow. Bro, okay, ich sag's wie es ist, der Song hat wirklich K-Pop-Atmosphäre, K-Pop-Feeling so. Boah. Ich habe jetzt erst gesehen, dass sie das ist auf der Torte. Holy shit, wie gut. Diese Musikvideos von ihr sind auch so krass kreativ, finde ich, oder? Das ist so kreativ. Geil. Super catchy. Ich sehe es jetzt schon bei mir. Spotify on repeat. Das wird ganz oben wieder sein. Ich höre das doch. Boah, ich mag dieses Baby. Boah, dazu noch diese E-Gitarre. Wir haben einfach eine E-Gitarre. Seht ihr das? Ich habe eine E-Gitarre in der Hand gerade. Die war im Beat. Boah. Oh ja, dieses Giftgrüne sieht sehr gut an ihr aus. Steht ihr die Farbe? Send them in, all of them.
easy match for me, gonna win. Confidence is beating jealousy. Boah, es ist wirklich... Junge, ich wollte gerade sagen, bevor ich dieses insane Outfit gesehen habe, dass es wirklich krass ist, wie viele verschiedene Outfits wir haben. Und jetzt haben wir noch eins bekommen. Das ist das, wir haben das Rote, wir haben das auf der Torte, wir haben das hier und wir haben das im Ring gehabt. Hatten wir noch eins? Ich habe schon eins vergessen. Weil ich vergesse immer eins bei ihr. Es ist immer krass. Aber es ist insane. Holy shit. Bro, das gibt auf jeden Fall Cruella de Vil Vibes hier. All those hungry bitches wanna bite me, I'm delicious. Super size, extra spice. Boah, ich mag diese High Notes. So, yeah, did I ask for your advice? No, dieses no. Das ist so dieser Vibe, diese Attitude von ihr. Mua, Chefskiss. Oh no. Wie sie sich das jetzt aufbildet. So. Die Brust ist echt geil, die Brust ist geil. Das ist so, dass wir jetzt meinen, man hört bei ihr raus, es ist 100% ihr Charakter da drin. Das ist einfach sie. Das ist einfach 100% sie in den Songs. Das liebe ich. Oh. Insane. Wow. Aber ganz ehrlich, man muss echt sagen, ich sehe es gerade schon wieder, man kann echt an jeder beliebigen Sekunde auf Stopp drücken und du hast direkt ein krasses Visual einfach. Ein krasses Visual. Wirklich. Boah. Krass. Ganz, ganz krasses Musikvideo, also wirklich. Obwohl ich schon was Krasses erwarte bei ihr, werde ich immer wieder überrascht. Wow. Director auf jeden Fall Marvin Ströter, Shoutouts und an Stephanie Ganschow. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ganz, 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 ganz krass, was hier wieder auf die Beine gestellt wurde. Man kann es gar nicht begreifen, glaube ich. Wow. Wirklich, wirklich strong. Also nochmal überrascht zu werden von ihr, obwohl man schon so High Stakes hat, ist eigentlich schwer, würde man meinen, aber sie schafft es immer wieder irgendwie. Ich finde es richtig krass. Also das ist natürlich Musik, die vielleicht nicht jedem gefällt, aber ich fühle das. Ich mag diese Attitude, dieses powervolle, keine Ahnung, so einfach dieses yeah, that's me. And if you got a problem with that, like, yeah, dein Problem. So, wisst ihr, keine Ahnung, ich mag das einfach gerne so. Richtig, richtig strong gewesen. Ich mochte es, dass wir so dieses Kraftvolle so ein bisschen hatten von ihr, diese tieferen Stimmlagen, aber auch hier und da ein bisschen höher gegangen sind. Der Beat hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Rock-Elemente da drin. Das Musikvideo braucht man nicht drüber reden. Ist sowieso wieder unfassbar krass gewesen. Das ist bei ihr aber immer so, dass man da, keine Ahnung, 5, 6, 7 verschiedene Sets hat, 5, 6, 7 verschiedene Outfits. Und dass es einfach stimmig ist, weil sie hat auch einfach so einen sehr hohen künstlerischen Anspruch bei ihrer Musik, bei diesen Musikvideos, habe ich das Gefühl, man merkt das voll, dass sie da so richtig perfektionistisch unterwegs ist. Geil, Mann. Wir werden uns auf jeden Fall alle anderen Songs von Naomi noch anhören zusammen, damit ich wieder beim Duschen was habe zu mitsingen. Es ist wichtig für mich, ja. Ich hoffe, Freunde, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte alle so gut aussehend, wie ihr seid. Und dann sehen wir uns. Ciao.